Oh! Oh, there was a phone call on hold out. High-tech-Gerät. Das Brachmäusige haben nicht einen Spritzen, haben es vor 100 Jahren schon gehabt. Vor 1000 Jahren haben sie schon gesoffen und haben sie gesagt, oh, eine gute Sache. Haben sie nicht einmal ein Bier kennt, ja? Oh, schon ein Spritzwein in der Reise. Ein Spritzen haben sie vor 2000 Jahren haben sie schon gesoffen. Die alten Römer. Und nichts anderes haben sie gesoffen. Nix. Und die Bücher haben schon das Bier gemacht. Nicht einmal was anderes haben sie. Nicht einmal sonst was kennt. Weißt du, da haben sie das Leitungswasser von dem haben sie Dünnschiss gekriegt. Da haben sie sich gedacht, nein, da brennen wir es lieber. Da haben wir einen Alkohol desinfiziert. Und dann haben sie schon drum und da haben sie keinen Dünnschiss mehr gekriegt. Und nicht da noch Spritzen und alle in der Welt gewesen. 40 Jahre in der Welt, da sind sie gestorben. Alter, warte schon hin. Aber sie sind schon den nächsten Träumen gekommen und haben wieder Spritze gesagt. Ja, das war ein wilder Hund früher, der hat alles aufgegangen. Im Kolosseum hat sie gemerkt. Das ist eigentlich im Dreitag. Und haben sie mich gepikst und dann haben sie eine Spritze gesagt. Nicht einmal Spritzer, da haben sie keinen Pur, haben sie gesagt. Oh. Ist die Tonwasser drin. Die kehren da gar nichts. Mit den Löwen hast du gesoffen. Was? Normalerweise, du denkst da, ja, Kolosseum, da sind die Löwen drin. Die fressen die Gladiatoren, nix. Die Gladiatoren sind rausgekommen mit dem Doppel-Liter Spritzer. Und da haben sie schon gesoffen mit den Löwen. Und die Löwen haben gar nicht gehabt. Da haben sie weg. Der Löwe hat gesagt, blau. Und der Kopf hat gesagt, blau. Und der Himmel ab. Und der Himmel. Und aufgegangen ist die beiden Raum von 2000 Jahren. Und das Witzigste war der Jesus. Da ist er vor mir. Also ein Typ, der hat gemeint, jo, er ist der Jesus Christus, der Heiland, der Prophet. Und was kann er? Er kann Wasser zu Wein machen. Und da haben sie sich freut, die Leute. Und tausende Anhänger hat er gefunden. Und da hat er gesagt, da ist einmal in den See gegangen, gell? Hinter, vorher mit dem Wasser gewesen, hinter mit dem Wein gewesen. Und da hat er mal gesoffen da hinten. Und fast 3 Meter ist er gegangen und dann ist er schon eingefallen in den See. Und die Dorfbewohner haben gelacht. Hinter haben dabei vorher das Wasser, ist er trinken ja eine ganze Nacht. Weil, das ist wie bei Moses, da der was mehr teilt. Der Jesus, der fällt einfach ins Wasser. Auf der Seite, also im Trocken ist er gelegen. Auf der Seite ist er aufgegangen. Da war so ein Wasserwand. Wasserwand, er liegt im Trockenen, mitten im See. Der Jesus, der kennt da nix. Ist vorbei gewesen mit über Wasser gehen. Nein, hat er nicht mehr können. Ist einfach eingefallen. Jo, da saft er wegen meiner Fetzen dicht, in der Früh wacht er auf. Fuck! Hey, komm! Hey, Vater, hilf mal aus da! Und da hat er der Vater schon geholfen! Licht zwei Ohren! Hat er aufgebeamt wieder am See! Und da ist er weitergegangen und weiter Wein gemacht! Und die raschigen Dorfbewohner haben gesoffen dahinter! Die haben da nichts gekannt! Fuck! Aber du bist zugegangen vor 2000 Jahren, da hätte man leben müssen! Schaut, dass man 2000 Jahre. Ja, ja, Spritzen am Morgen? Oh, jetzt spritzen wir da oder mal eingespritzt. Kann ich nicht. Ja, das ist echt. Jetzt haben wir einen eigenen Spritzen am Morgen. Aber du musst dir vorstellen. Du musst dir wirklich jetzt vorstellen. Was es gibt, oder? Es gibt deutlich. Es gibt 6 Milliarden Leute auf der Welt. Milliarden? 6 Milliarden! Und davon glauben 2 Milliarden an den Jesus-Teufel. Da glauben 2 Milliarden an den Erlöser. Und was macht der Erlöser? Er macht Wasser zu Wein. Ich meine, da glauben 2 Milliarden, jetzt haben wir so saufere Humpen. Die glauben alle an einen Typen, der was Wasser zu Wein machen kann. Ich meine, ich glaube auch nicht, das ist ein guter Mann. Stell dir vor, da chillt einer in der Ecke. Lange Bart, lange Haare. Gibt's mal Wasserflaschen, ich mache euch einmal ein Wein. Da könnt ihr wieder eine Spritze machen. Chillen legen, völlig fetzt nicht. Kriegt ihr was Wein? Da, bam! Und da hat sie schon einen guten Wein. Und da geht's schon. Und da chillen sie ein über den See drüber. Wo ist der Wein hinter ihm? Nach 3 Metern fliegt er rein. Da kann er nicht mehr.
Und dann liegt er schon drin. Nicht einmal nass wieder, ich meine, das Wasser ist perlt ab von ihr. Das wäre aber jetzt auch luftlos und wie so ein Aquarium, da liegt er drin. Ich frage mich nicht, wie tut der Esel seine Haare waschen? Ja, der muss ja vor die fettigen Haare, musst du denken. Ich meine, die werden nie nass. Weil der geht den See und dann teilt sich das Wasser. Ja, aber wie kommt der Wasser auf seine Haare? Ich meine, vielleicht schüttelt er sich gleich eine Spritze in die Haare. Wenn man eine Spritze trägt, dann kriegst du einen grünen Geruch. Ich frage mich nicht, ob er aus einer Spritze einen Schlaps machen kann. Weil er hat ja. Weißt du was? Bäm! Wasser, Spritzer, Wein, Schnaps, Tod. Und da ist schon der Tod im Wasser, Teil! Und das Wichtigste ist noch, da sind die Dorfbewohner tot! Und da geht er hin! Und da, lebt schon wieder und da sammelt er schon wieder und dann nicht! Dann gehst du schon wieder an und fort! Ist ja das Geilste! Der Jesus, ihr braucht euch nie Gedanken machen über die Polizei! Er sauft einfach, bis er tot ist und dann macht er BUM und da lebt er schon wieder! Und da ist er wieder nüchtern und da gehst du wieder vor. Also das ist ja faszinierend. Ja. Ich sag das, das macht das Christentum aus. Ja, saufen die Erde, ja. Stell dir vor, 2 Millionen Leute glauben an den Propheten, der was Wasser zum Einmachen kann. Ich muss mir das immer bildlich vorstellen. Ich noch 10 Milliarden. Milliarden! Teufel. Und die anderen für Milliarden? Ja, ich meine, die anderen, die glauben an so einen Bruder, der was fett ist, der was frisst den ganzen Tag, der kann nicht Wasser zu fressen machen. Nein! Kann er nicht, der frisst einfach. Ja, ich meine, ich hab nichts. Ja, was fault der dann bitte? Der fault einfach. Lass sich von seinen Armen unten teilen, lass sie es fallen bringen. Und der fault den ganzen Tag. Aber Kinder tut er gar nichts. Du musst nur ein Hirn zergehen lassen.